Gut, gut, dass ich da gespeichert habe. Also, jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt weitergeht. Wirklich, wirklich. Madison, speichere ich lieber nochmal. 681 Mal habe ich schon gespeichert, Wahnsinn. Ich habe mit Braun selbst gesprochen und er hat es bestätigt. Verstehen Sie? Geh mal woanders. Das ist unsere Chance. Ich weiß nicht, James. Was liegt denn da? Es sind so viele Jahre vergangen. Stehlen. Ist es den Versuch wirklich wert? Die Aussicht, die Lebensumstände jedes einzelnen Ödlandbewohners zu verbessern, ist allemal einen Versuch wert. Was könnte wichtiger sein? Sie haben nichts von Ihrer Leidenschaft eingebüßt, James. James. Für mich ist das hier wichtiger denn je, Madison. James. Und ich weiß, dass es Ihnen auch wichtig ist. Oh. Bringen wir es gemeinsam zu Ende. James. Wir haben kein GEEK. Ich kann ein Team zusammenstellen, aber wir müssen beweisen, dass es funktioniert, damit die Leute uns glauben. Ich weiß, daran habe ich auch gedacht. Im Labor stehen ein paar Vorkriegs... Hier nochmal Speicher. Computer, die wir damals gefunden hatten. Vielleicht bringen sie uns etwas. Den letzten Berichten zufolge gibt es keinen Strom in der Anlage. Genau. Auch wenn einer der Computer eine Datenbank hätte. Datenbank. Oh. Deswegen gehen wir jetzt gleich rüber und tun unser Bestes, um das Ding in Betrieb zu setzen. Sie wissen, wenn mich jemand anderer als Sie darum bitten würde, würde ich ihn eigenhändig aus River City rauswerfen. Sie wissen, dass ich nicht hier wäre, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es funktionieren wird. Es ist soweit, Madison. Zur Hölle mit Ihnen, James. Huch. Wenn das hier vorbei ist, schulden Sie mir einen Drink. Aha, na gut. Tasse Kaffee, Becher Kaffee, 30 Cent. Um Automaten. Hoch, speichern. Und jetzt muss ich mit Papa sprechen. Oder noch warten? Keine Ahnung. Was sagt meine dämliche Dreckslösung? Papa sprechen. Janice, ich habe etwas für Sie. Huch. Ja, Doktor? Wenn Sie kurz Zeit haben, könnten Sie dann bitte den Druck in den Tanks 3 und 4 überprüfen? Ich mache mir Sorgen, dass dort ein Leck vorliegen könnte. Dr. Lee hat mich gebeten, die Netzrelais. Ich glaube, das stürzt bei so Lichteffekten ab, wenn ich davor zu dem Licht gehe und immer bei seltsamen Effekten. Oder auch wenn das Watz manchmal, wenn ich, oder manchmal, wenn ich durch eine Tür gehe. Also bei so seltsamen. Hallo? Oh. Hallo? 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 Hallo, hallo? Hallo, hallo? Papa, speichern. Alle 3 Sekunden speichern. Papa. Wir müssen zum Projekt Purity zurück. Mit dem Computer dort haben wir die beste Chance, ein GEEK-Modul zu finden. Ein Geek-Modul, na, das wird das nicht gefährlich. Du musst jetzt gehen, kann das nicht wahr? Okay, machen wir uns auf den Weg, oder? Okay, dann musst du erst überlegen. Oh Gott. Das ist mein Mädchen. Ah. Es wird schön sein, Seite an Seite mit dir zusammenzuarbeiten, mein Schatz. Ja, Schatzi. Toll. Erfüllt, zu den... Brauchen Sie etwas? Erfüllt. Hallo. Bye. Und jetzt muss ich dem hinterherlatschen. Schon von dem Kampf in Muddy Water letztes Jahr, oder? Ja, weil wir einfach ja schon stehen. Och. Sie wird sicher einfach was vom Unterdeck. Ist alles in Ordnung? Oh. Ich will mich nicht hinhalten. Aber wir müssen das Ziel des Projekts Purity erreichen. Genau, da heißt es, ich muss andere hat Zeit bis später. Immer mit dem Idioten, also mit dem Fahrzeug quatschen. Und jetzt stürzt es ab, oder? Nee, doch nicht. Ist alles in Ordnung? Ja, der Fahrzeug. Also manche Leute sind immer in Eile. Ja. Brauchen Sie etwas? Ja. Meine Ruhe. Na gut. Alle 3 Sekunden speichern. Mit dem hinterher watscheln, oder? Warte, Moment, Sekunde. Naja, wenn es nur so sich minimiert, dann geht's ja noch. Och. Kommen die jetzt auch hinterher, die Idioten da? Da ist ein Motorrad am Gang. Das glaubt mir kein Schwein. Ja? Hallo, mein Schatz. Brauchen ich will dich nicht hinhalten. Aber wir müssen das Ziel des Projekts Purity erreichen. Alles andere hat Zeit bis später. Stopp.
Stoppschild auf dem Flugzeugträger. Das, oh, oh, da durch. Hallo. Hoch. Hallo, mein Schatz. Ah. Ich will dich nicht hinhalten. Ja. Aber wir müssen das Ziel des Projekts Purity erreichen. Na, da weiß ich jetzt wenigstens, wo es rausgeht. Sonst weiß ich das nämlich nicht. Da. Oh, oh. Hallo. Ha, ha, ja. Hallo, mein Schatz. Latschen die Idioten jetzt alle mit, oder wie? Toll. Ja. Was sagt die Aufgabe? Ah ja, warte, Moment. Aufgaben zu den Wissenschaftlern in... Aha. Gehen die jetzt alle dahinter? Ist alles in Ordnung? Gut, da kann, das heißt, ich könnte da zwar schnell hinreisen, da müssen wir wieder in das Memorial, aber dann dauert es ewig, bis die anderen kommen. Heißt es da, glaube ich. Also müssen wir den hinterherlatschen. Toll. Gut, dabei trinke ich eine Tasse Kaffee. Hallo, mein Schatz. Mhm. Mhm. Toll, ja, der da. Mhm, schickes Spiel. Ja, und wie gesagt, was mich so nervt, zum Beispiel diese Kampfrüstung da. Ich will dich nicht hinhalten. Die kann ich wahrscheinlich erst ganz am Schluss des Spiels dann benutzen, also wenn es mir gar nichts mehr nützt. Also und Fähigkeiten kriege ich sowieso nicht alle. Das nervt doch, oder? Und die wirklich guten Waffen oder so, die Rüstung, kannst du erst dann benutzen, wenn das Spiel schon zu Ende ist. Da wusste nichts mehr, wo es mir nichts mehr nützt. Das ist doch zum. Hallo. Zum Punkt, Punkt, Punkt schreien, oder? Das war genauso in Rise of the Tomb Raider. Da kriegt man, wenn man alles gefunden hat, 100% und das Spiel komplett beendet hat, erst dann kriegt man die wirksamste Waffe, die 100% Schaden verursacht. Die kriegt man erst, wenn's Spiel vorbei ist. Also wenn es einem garantiert nichts mehr nutzt. Was soll denn der Käse dann? Wenn man die wirklich guten Sachen erst ankriegt, wenn das Spiel schon zu Ende ist, da kann ich es mir doch an den Hut stecken dann, oder? Was soll denn der Käse? Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber... Ja... Oder hier kriegst du nie im Leben noch nicht mal ein Viertel aller Fähigkeiten und so. Hallo, mein Schatz. Ja gut, ich weiß, da muss man sich spezialisieren, bla bla. Aber wie sollst denn du vorher wissen, auf was du dich da am besten spezialisieren kannst oder sollst oder willst oder was dir am besten... Das weißt du doch nicht. Das weißt du erst hinterher. Ja, wenn das Spiel vorbei ist, weißt du, ah ja, ich hätte mich auf Nahkampf konzentrieren müssen oder also... wie nennt man das? Skillen, glaube ich. Ich hätte auf Schleichen skillen müssen und auf kleine Waffen und auf Dietrich. Das weiß ich dann, wenn das Spiel vorbei ist, dann weiß ich's. Dann kann ich es mir in die Haare schmieren. Das ist doch Käse hoch 3. Da in Rise of the Tomb Raider, da hat man, wenn man fleißig alles gesammelt hat, hat man am Ende so 95% aller Fähigkeiten und so gehabt. Und auch Upgrades und alles. Das lasse ich mir noch eingehen. Aber hier hast du, schau, ich habe jetzt, das sind ewig viele Skills und alles. Und wenn man fleißig rumsuchen würde, dass man dann wenigstens auf die Hälfte aller Skills kommt, dann oder so, dann würde ich es mir vielleicht gerade noch eingenossen. Gut, wenn es einer schnell durchspielt, dann braucht er das nicht, aber es gibt da Leute, die wollen es irgendwie. Mit allen Fähigkeiten, also wollen halt die Fähigkeiten, damit sie bequem spielen. Also, wenn man da halt jetzt lang genug alles absuchen würde und würde es damit dadurch dann langsam alles kriegen, damit man gegen Ende dann gut gerüstet ist, das würde ich befürworten, oder? Aber in Fallout 4 ist dann noch schlimmer, das ist unglaublich, da hast 10.000 Skills.
Ja, ich muss den hinterherlatschen, weil wenn ich jetzt dahin reise, dann heißt es, dann muss ich nochmal 3 Stunden warten, bis sie da kommen. Da vorne latschen die auch schon, oder? Und hier ist Feiertag, gell? Montag Feiertag hier in meinem schönen Bundesland. Und da ist draußen einer, der macht irgendwie geräuschvolle Arbeiten. Am Feiertag Vormittag, ist klar. Das ist natürlich logisch. Jetzt kommt, fehlt bloß noch, dass einer mit dem Rasenmäher kommt. Dann komm ich raus mit meiner... mit meinem chinesischen Schwert oder so, oder Bleirohr, da gehe ich dann raus. Ist alles in Ordnung? Mit meinem Bleirohr, wenn jetzt einer noch im Raum, oder Laubbläser mit dem Benzin geht, das ist doch die größte Laubbläser. Was soll das nützen, wenn man mit einem motorgetriebenen Scheißding das Laub in der Gegend rumbläst? Früher hat es einen Besen gegeben, da hat man das zusammengekehrt, das macht keinen Krach. Daher ist es altmodisch, das muss man braucht was, das Krach, ewig viel Krach macht. Ist alles in Ordnung? Und dann kann man den Dreck in der Gegend rumblasen. Das ist doch sowas von idiotisch. Die Menschen, man sieht ja auch hier, wie blöd die Menschheit ist. Siehst du, so blöd ist die Menschheit. Die erfinden Laubbläser, Atombomben und blasen Laub in der Gegend rum, sprengen Städte in die Luft. Ist alles in Ordnung? So hirnverbrannt blöd. Die Menschheit ist das Blödeste, was je erfunden wurde. Das kann man jetzt nur mal ganz klar hier feststellen. Menschen sind die größte Fehlentwicklung aller Zeiten. Das sieht man ja. Schau, ich brauche bloß hier hinschauen. Also ich meine, Fallout 4 und 3, also Fallout an sich begeistert es mich ja, weil es ein sehr kritisches, schau mal, das hätte uns mehrmals blühen können bereits hier. Auch uns, in die ganze Welt könnte jetzt schon so ausschauen, mehrmals schon. Das ist tatsächlich wahr. Wir standen mehrmals, die ganze Welt stand mehrmals schon am Rande einer totalen Vernichtung. Vielleicht hast du ja den Film gesehen, Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ein Klassiker. Da wird das auch thematisiert, diese ist alles in Ordnung? Gefahr. Und Kuba-Krise und so weiter, da sind wir schon mehrmals. Und wir stehen immer noch. Es gibt immer noch, und jetzt kommen die kleinen Länder und bauen sich auch noch Atomwaffen. Was meinst du, was da los ist? Meinst du, die haben so tolle Sicherheitsvorkehrungen? Und dann schaut es so aus bei uns. Und dann kannst du ja auch rumwatscheln mit dem Bleirohr, jetzt nerv mich nicht. Dann kannst du auch mit dem Bleirohr mit dem chinesischen Schwert rumwatscheln. Das würde ich dir aber nicht wünschen. Deswegen finde ich das Spiel ja an sich sehr gut, weil es eben bei aller Komik und Heiterkeit, was hier noch teilweise zu sehen ist, ist es teilweise aber auch äußerst, bleibt einem wirklich die Spucke weg. Ist alles in Ordnung? Weil das Brutale sind jetzt hier nicht die komischen Monster oder die Mutanten, sondern das Brutale ist das hier. Das ist das Brutale, dass du tatsächlich in einem Ödland rumrennst. Das ist es wirklich. Die Gefahr ist da. Permanent. Das ist das Brutale, was mich so schockiert und wo es mir eiskalt den Rücken runterläuft. Eiskalt. Oh, jetzt muss ich da rein. Speichern. Ja, und wenn's tatsächlich so passiert, da kannst du nicht mehr speichern, verstehst? Da ist mit Speichern Schluss. Da ist Game Over. Aber wir müssen das Ziel des Projekts Purity erreichen. Ja, alles ja. Andere hat Zeit bis später. Speichern. Gut, jetzt latsche ich die mir einfach hinterher, oder? Kann ich nochmal schnell Kaffee trinken, oder? Und die Amis haben damals tatsächlich solche Vaults, solche Schutzbunker gebaut. Also nicht viele, aber es gab auch Privatleute, die sich so einen kleinen Schutzbunker gebaut haben. Das gab es tatsächlich. Also das ist heute noch. Also bloß die hätten in ihren Bunkern, wenn die da 3 Tage überlebt hätten, dann ist viel. Mehr als 3-4 Tage hätten die da nicht überleben können. Ja. Ich will dich nicht hinhalten. Ja, ja. Aber wir müssen das Ziel des Buch, da steht einer.
Das schnarcht so. Ja gut, also wie gesagt, du könntest in so einem Bunker keine 5 Tage überleben, weil du musst auch irgendwann mal raus, also weil die Luft, du kannst nicht ewig Wasser, Essen, Luft, wo willst du deine Fäkalien und alles, also du kannst, es geht, ist alles in Ordnung? Geht nicht, das geht, wenn das eine Woche, wenn du da eine Woche überleben kannst, dann hast Glück. In so einem Vault-Dings. Also von wegen 100 Jahre oder so, hahaha. Ha, ha, ha. 100 Stunden kannst du da überleben. Wenn du dann tatsächlich noch lebst, wirst A, entweder wahnsinnig oder B, verhungerst, erstickst oder irgendwas, weil das kann nicht funktionieren, das hört sich so einfach an, aber du kannst keine Luftfilter bauen, die ewig frische Luft bringen. Und auch Wasser und alles essen, du kannst nicht Dosenfleisch. Brauchen Sie etwas? Was muss ich denn jetzt machen? Ist alles in Ordnung? Ja, ja, Mensch, nerv mich nicht. Jetzt warte, was muss ich jetzt machen? Warte, Moment. Warte, entschuldige, jetzt muss ich mal nachschauen. Und im Ernstfall gibt es keine Lösung, in der du nachschauen kannst. Und wie gesagt, kein Speichern und Laden. Folgt eurem Vater und sobald er vor einem Computer mit seinen Aufzeichnungen beginnt, leitet ein Gespräch ein. Er überreicht euch die Notiz Offenbarung 216. Wow. Und erklärt euch, dass ihr die Hochwasserschutzpumpe... Entschuldigung. Brauchen Sie etwas? Ja, ich brauche was. Ah, jetzt ist er da. Gut, jetzt kann ich wieder... Entschuldigung. Warte, Moment, Entschuldigung. Die Wahnsinns. Und willst du da Strom? Du kannst nicht da einen Dieselgenerator da ewig betreiben, der verpestet dir die Luft und alles. Jetzt muss ich mit dem sprechen. Wir sind hier, wo alles angefangen hat. Erinnerst du dich noch an die Lieblingsstelle deiner Mutter? Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Den Durstigen werde ich umsonst vom Wasser des Lebens trinken lassen. Verstehst du denn nicht? Das ist der Sinn des Ganzen. Das Wasser, der Aufbereiter, ja, eben, das Wasser. Das ist das Wasser des Lebens. Der Traum deiner Mutter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Und du kannst nicht einfach Radioaktivität aus Wasser filtern, das kannst du nicht einfach. Da gehst du im Baumarkt und holst einen radioaktiven Wasserfilter, das geht nicht einfach. Was müssen wir jetzt tun, oder? Das Projekt wurde kurz nach deiner Geburt aufgegeben. Oder Luftfilter, Wasserfilter, das hört sich alles sehr einfach an. Außerdem gab es hier eine Überschwemmung. Du musst die Hochwasserschutzpumpen erreichen und sie aktivieren. Damit wir schon mal abpumpen und an den Zentralrechner herankommen können. Ach, der ist da drin, oder? Wohin muss ich gehen? Da bei der Überschwemmung die automatischen Türen geschlossen wurden, musst du genau, die Zugangstunnel benutzen, um die Pumpen zu erreichen. Genau. Ha! Toll. Ja, ich finde es so schön, wenn da endlich mal irgendeine Farbe, so wie das Rot hier ist. Also das ist doch mal eine Abwechslung zu dem Grau. Braun. Jetzt muss ich die Hochwasserschutzpumpe unter Strom setzen. Da war ich schon mal, wenn mich nicht alles täuscht. Warte, speichern. Vielleicht gibt es irgendein gutes Schlafmittelchen. Da muss ich, das glaube ich, weiß ich. Also, da muss ich davon zum Ausgang und da in den Tunnel rein, glaube ich, gell, oder? Liegt die nette Cherry noch? Entschuldigung, Moment. Die Cherry, da war die nette Cherry Lady. Jetzt liegt da ein Supermundhand. Och, schade. Also, da müssen wir rein, gell, oder? Muss ich da rein? Oh weh. Ich hätte gedacht, da muss ich rein. Die Pumpenstoch, da muss ich... Nee. Muss ich in den Keller? Oh Gott. Ich muss in den Keller. Ach, da war ich zwar auch schon, aber gut, dann gehen wir in den Keller. Tatsächlich, ich muss in den Keller. Ciao. Sowas. Huch, die haben da griechische Säulen. Toll, der werkelt da rum. Der Daniel Agincourt. Oh, das ist die Anna Holt.
Und das Hallo. Ist der Alex. Das ist der Käsefabrikant. Das Hallo. Ist der Garsch. Müssen wir da rein, oder? Da stürzt mir das Ding ab. Peng. Hoch. Bin ich jetzt. Aha. Das ist ein bisschen verwirrend mit den Ebenen, wenn du in der falschen Ebene bist. Oder? Ach du Scheiße, warte. Da müssen wir hin. Also rechts rum, oder? Nee, da war ich ja schon, oder? Käse am Werk. Will jetzt noch weiter runter, oder wie? Ach du Scheiße. Jetzt bin ich aber komplett falsch. Sag jetzt nicht, dass ich komplett falsch bin. Oh nee. Kann man das noch plündern, oder? Was fällt denn da runter? Ach komm. Da geht's doch nicht weiter. Ich werde wahnsinnig. Ich werde gleich wahnsinnig. Da muss ich. Doch, ich muss in den Keller. Ach, geh. Ach, Kacke. Warte mal, sagen die Zurückkehrenverdacht, als die Tür zum Keller nehmen. Lauft den Gang nach unten, wendet euch im Raum nach rechts und betätigt die Sprechanlage. Ach, ja, woher soll ich denn das wissen? Sprechanlage? Da ist keine Sprechanlage. Ich werde. Ach, geh. Flood Control. Ach, geh. Flood Control. Sprechanlage. Ach komm. Oder ist es jetzt Flood Control. Flood der Pfähler. Ach so, ist, weil ich jetzt in einer anderen Ebene bin oder wie? Das ist die dämliche Sprechanlage. Ach, da kommen wir jetzt nicht durch. Das ist die dämliche Sprechanlage, oder wie? Ja. Wo bin ich jetzt? Das Spiel macht mich fertig. Ich muss jetzt gehen, ja. Wo lang gehe ich von hier aus? Die haben ein Deutsch beieinander. Wasserschutzpumpe befindet sich im südlichen Teil dieses Stockwerks. Na, und jetzt muss ich. Ich sehe dich dann, wenn du zurückkommst. Na, hoffen wir's mal. Ist das jetzt das oder wie? Netzschalter. Komm schnell zurück. Hilfe, jetzt wird das Ding geflutet oder wie? Ted flutend. Oh, jetzt komme ich nicht mehr raus. Scheiße. Oh weh. Oh weia. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich finde hier nicht mehr raus. Au, Kacke.
Da geht's, oder? Warte. Ah, da, doch, da ist. Da geht's raus, oder? Nee, da war ich. Ach komm! Da? Nee. Hilfe! Jetzt muss ich erst wieder rauf, oder? Scheiße, wo geht's denn da rauf? Da, och, da geht's rauf, oder? Ich werde noch wahnsinnig. Ah, nee. Nach oben, oder? Muss ich nach oben, oder? Ah. Jetzt muss ich wieder zu Fatih zurück, oder wie? Scheiß. Entschuldigung. Die Sicherung von Papa beschwert. Oh, oh nee, das Spiel macht mich fertig. Speichern. Das Spiel, wow, macht mich fertig. Wo ist der Dreck? Entschuldige. Dämliche. Hä? Da. Ist alles in Ordnung? Ich habe viel Gutes über dich. Ja. Gehört. Ist das wahr? Hast du wirklich die Bombe in Megaton entschärft? Ja, das habe ich doch. Ich bin sehr stolz auf dich. Auch wenn du dich eine Bombe entschärfen, das machst du mir mal vor. Sei da draußen bitte vorsichtig. Eine Atombombe. Das ist eine gefährliche Welt. Das will ich mal wesentlich sehen. Wesentlich gefährlicher als alles, was die Menschen in der Vault darüber wissen. Hast du was von... Genau. Durch die Überschwemmung sind ein paar der Sicherungskästen unten durchgebrannt. Einer davon steuert Ach bestimmte Gott, jetzt kann automatische ich 30 Türen. Jahre. Hier, nimm diese Sicherungen. Der Kasten befindet sich hinten im unteren Kellergeschoss im östlichen Teil des Stockwerks. Sobald du die Sicherungen ausgewechselt hast, kannst du den Zentralrechner erreichen. Sehr schick. Ah, da ist Sicherung. Was soll ich jetzt? Du musst bei der Überschwemmung durchgebrannten Sicherungen auswechseln. Dann funktionieren die Türen. Und wir können den Zentralrechner erreichen. Wechselt über den Notgang und holt euch die Sicherung ab. Verlasst den Notgang und geht abermals in den Keller. Oh weia. Ja, jetzt muss ich gehen, oder? Pass gut auf dich auf, Schatz. Jetzt muss ich wieder darunter schreiben, Geister. Brauchen Sie etwas? Ja, ich brauche was, Mensch, an Meier. Jetzt muss ich da wieder rein. Huch, das ist aber schick mit dem Computer. Schau. Wow. Schaut dein Computer auch so aus? Muss ich wieder da rein, oder? Oh, oh. Muss ich wieder runter, oder? Da, bei dem Kack-Handy. So, jetzt warte. Oh, jetzt muss ich da hin, oder? Oh, weia. Da muss ich aber noch weiter runter, oder? Warte. Geht den Gang wieder runter und durch die Räume, bis ihr zur Kreuzung kommt, lauft nun nach rechts. Fuse Access 1. Oh, weia. Fuse Access 1. Fuse Access 1. Da rein, oder wie? Aha, jetzt pass auf. Jetzt sind wir, glaube ich, im richtigen Stockwerk, oder? Jetzt musst du da hinten hin, oder? Use Access 1. Ah, da. Use Access 1. Wo war er? Geht's da durch? Huch, da war ich schon. Oh. Ah, das ist es, oder? Toll. Speichern. Muss ich jetzt das einsetzen da, oder? Aktivieren. 30. Mit den 90ern müsstest du den Zugangskontroll. Du brauchst nicht zu hören, sondern kannst du. Muss ich den jetzt noch aktivieren?
Nee. Den Zentralrechner hochfahren. Oh, war ja. Wo mache ich das? Da? Hä? Warte. Schade. Rein zur Kreuzung und dann Richtung Mainframe. Mainframe. Oh. Komme ich da als Set raus? Mainframe. Huch. Hä? Muss ich die erst noch aktivieren oder wie? Können das jetzt nicht verwenden? Ach Gott, komm. Richtung Mainframe. Mainframe auch. Mainframe? Mainframe? Da hinten? Mhm. Oh wehe, da? Ah, das, das ist der Mainframe. Oh, ist das spannend. Warte, entschuldige, muss nur noch mal kurz Kaffee trinken. Hm. Den Zentralrechner hochfahren. Das ist der, oder? Gibt's da noch was zu holen? Ja. Wow, das ist ein schicker Mainframe. Komm. Ich will dich hochfahren, Junge. Wieso geht das jetzt wieder nicht hier? Scheiße. Jetzt schalte ich. Huch, holla. In wenigen Minuten erhalten wir Zugang zum Terminal, wird das nicht schwer, sonst sage ich dir, wohin du jetzt musst. Sprechanlage? Das ist die da, oder? Hier im Kontrollraum gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Warum kommen Sie nicht her und helfen mir? Moment, da gibt es noch etwas, das zu erledigen wäre. Es sagt, dass eines der Einlassrohre verstopft ist. Die Verstopfung liegt auf dem Rückweg. Geh zurück ins Museumsgeschoss und ruf mich über die Sprechanlage an, wenn du da bist. Weiter so, mein Schatz. Weiter so. Jetzt also muss ich in die Museumsanlage. Das ist da raus, oder? Oh nee, das Spiel ist toll. Das ist jetzt, glaube ich, da in dem Gang, oder? Wo ich schon mal war. Hallo. Oder? Genau. Da war ich, das war ich schon mal. Da in dem Abwasserrohr. Tut mir leid, wenn das jetzt so dunkel ist, aber ich schalte lieber kein Licht ein, weil sonst, ich glaube, durch so Lichteffekte und alle möglichen Effekte kann das noch schneller abstürzen. Siehst du? Genau, da müssen wir jetzt hin. Da sind wenigstens schicke Glühbirnen. Hä? Bin ich schon noch richtig? Da muss ich hin. Genau. Und das ist es jetzt, oder? Wenn ich hinkomme. Oder?
Pumpensteuerung. Okay, Mensch. Boah, oder? Oh. Und jetzt? Und jetzt? Unlocked. Erfüllt die eine so doll die Entgabe war hier zum Kontrollraum. Zum, oh Gott. Unlocked. Warte, Moment, entschuldige. Aktiviert die Rohrstellung. Nehmt nun das gegenüberliegende Gitterrost zur Siebpumpe. Muss ich da hin oder wie? Geh mal da raus. Ah, au. Holla. Oh. Bin ich da jetzt? Ich muss wieder. Ah, tatsächlich. Ich muss da lang. Schicke Sache. Natürlich, ich schaue bloß auf die Uhr. Ja, gut. Oh. Na gut. Achso, wäre ich anders gar nicht. Oh, da ist ein Gegner. Anders gar nicht rausgekommen, oder wie? Da muss ich hin. Oh, weia. Zum Kontrollraum zurückkehren, da muss ich jetzt da durch. Folgt Hund in den Keller. Vorsicht, eine gefeindliche Gestalten. Die Soldaten der Enklave springt durch das Rohr nach unten und schaltet etwaige Gegenspieler aus, wechselt in den Museumsbereich. Ach Gott. Nee. Ach nee, scheiße. Ach komm. Und jetzt, wo muss ich denn hin? Dahin. Ach, jetzt bin ich wieder da, oder wie? Scheiße. Ich muss wieder raus, oder? Oh, da ist der Ausgang. Scheiße. Ich muss wieder raus. Wie geht's raus? Ach komm. Oh nee, da bin ich falsch. Mensch. Ach, da geht's raus, oder? Oh, Hilfe. Oh Scheiße. Die haben die Rüstung an. Was soll ich? Oh, 33 Punkte. Oh, oh. Scheiße, der hat so eine scheiß Rüstung an. Lasergewehr, Med-X, Mikrofusionszelle, Powerhelm, schau, aber ich kann den Gewicht, ich kann es nicht nehmen und kann es auch nicht tragen. Scheiße. Mensch. Und der. Und jetzt? Muss ich vor und links, oder? Ach, da wieder raus, oder? Giftjob, da muss ich. Ich muss raus, oder? Warte, Aufgabe. Zum Kontrollraum zurückkehren. Aha. Oh weh. Au. Da ist schon wieder so ein Idiot. Der hat so einen Batman-Helm auf. Irgendwie.
Das Bleirohr ist immer noch das Beste, das sehe ich schon. Schau, der hätte jetzt auch so eine schicke Fleisch- und Bohnen-Lasergewehr. Mikrofusionszelle. Schau, das kann ich gar nicht nehmen. Das ist aber wertvoll, oder? Powerhelm. Boah, 197, schau her. Oh. Das muss ich nachher noch holen, oder? Das ist ja wertvoll. Und jetzt, pass auf, das muss ich da wieder rein und dann kommt aber WoW, komische Aufgabe. Beobachtet die Unterhaltung zwischen den Leuten der Enklave und eurem Vater. Entfernt euch etwas von der Glasscheibe. Sprecht mit Dr. Lee und eskortiert sie anschließend zu dem geheimen Ausgang, dem Taft-Tunneldeckel. Ach geh, das ist doch zum Käse. Zum Kontrollraum zurückkehren. Der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt. Toll. Und jetzt ist das Spiel eingefroren. Wahnsinn. Ja, ja. Na gut, also wir haben es bis hierhin geschafft. Und machen dann im nächsten Kapitel weiter. Das war jetzt schon Folge 31. Moment, ich muss mir das ja immer ein bisschen notieren. Folge 31. Das war, wie heißt die Kacke hier? Entschuldigung, Wasser des Lebens. Wasser des Lebens. Wasser des Lebens. Gut, meine herzlich lieben gegrüßten Zuschauer, das hat mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Betrachtenderweise und vielleicht hat es euch so gefallen, dass ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut und würde mich freuen. Und bis dahin sage ich Tschüss. Und also die Svetlana und ich, der liebe Tom, sagen Tschüss.